Das Böse begrüßt euch herzlich zurück hier bei Elden Ring. Wir sind hier gerade in der Tafelrundfeste. Da sind wir am Ende der letzten Folge noch hin und haben eine Klangperle abgegeben. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir die her hatten, obwohl ich gestern zuletzt aufgenommen habe. Naja, egal. Auf jeden Fall sind wir nach wie vor in Caelid unterwegs. Und genau da werde ich auch gleich wieder hingehen. Nee, nicht in die Kerkerhöhle. Ich glaube, ich werde mal hier hin. Und dann mal gucken, ob quasi hier im unteren Bereich, was hier noch so geht. Und dann schauen wir mal. Ich denke, das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Let's have a looky looky, nicht wahr? Und dann können wir auch mal gucken, irgendwie, ob wir mal einen Weg zu dieser komischen Wüste da finden. Das würde mich auch noch interessieren. Aber, ja, wie gesagt, gucken wir erstmal. Mehr so da lang, ja. Wieder aufpassen, hier sind bestimmt wieder diese riesigen Vögel unterwegs. Erstmal ist da vorne so ein oller Hund. Aber leider nicht nur der Hund. Der ist hier für mich gerade das geringere Problem. Der da ist es. Genau der. Okay. Komm, Hund. Ich wollte gerade rollen. Deine scheiß Scharlachfäule, ey. Okay. Ich könnte mir nämlich auch vorstellen, dass hier noch irgendwie was ist. Da hinten ist eine Gnade. Aber die kennen wir aber schon. Okay, wieso sind jetzt da zwei von denen direkt nebeneinander? Das fühle ich ja gar nicht, gar nicht. Mist. Ich wollte gerne in sein Gesicht schießen. Also wird's natürlich auch. Die Geräusche, die ganze. Ich sag's immer wieder, die sind einfach ranzig, die Viecher. Also sie sind auch geil, aber echt eklig. Also. Bah. Oh. Mal gucken, ob wir die irgendwie holen können. Und du hast nichts fallen lassen, okay. Außer die paar Runen, die ich bekommen habe, als ich dich umgenietet habe. Los weg. Kriegsasche Vampirfaust. Das klingt ja auch geil, muss ich sagen. Huh, dachte, da war so ein kleiner Stein. Ich wollte gerade sagen, was war da los? So, ne, da möchte ich nicht hingehen. Mich interessiert. Ach, guck mal, von hier aus hätte ich das auch gesehen, ich Vollidiot. Da waren wir ja drinnen in dieser Höhle. Beziehungsweise halt haben das gemacht. Genau. Ne, ne, da will ich gar nicht weiter hin. Ja, einfach hier weiterlaufen. Gucken, ob hier noch irgendwas ist. Immer so ein bisschen Angst, dass ein oller Vogel da oben wieder hockt und mich dann kaputt macht, weil die sind echt stark.
sind auch so Ruinen. Habe ich die mir schon mal angeguckt? Ruinen des Wegpunkts von Caelid. Nee, tatsächlich nicht. Okay. Nehmen wir Marikas Pfahl. Das ist schon mal sehr anheimelnd. Ist hier noch ein Boss vielleicht? Wie viele von diesen Ekelpaketen sind da bitte? Ich hab's nicht zwei Hand bis jetzt. Egal. Allein da vorne sehe ich 4 Stück. Oh, scheiße. Und da ist ein Hund. Wir versuchen das irgendwie halbwegs mal zu klären. Komm her. Gut, dann so. Geht natürlich auch. Wo ist da einer, der hier mal rumläuft? Das beunruhigt mich ein bisschen, dass ich den nicht sehe gerade. Da, okay, da hinten. Er läuft seine Bahnen. Wo läuft denn der eigentlich so lang? Da hinten. Okay, das ist aber noch ein anderer Typ. Das ist nicht so einer, okay. Weiß gerade noch nicht, ob es das besser macht, aber sei es drum. Das war sogar ein Headshot, nice. Jetzt warte mal kurz, bis der wieder weg ist, damit ich seinen Kumpan da vorne ein bisschen malträtieren kann. Nicht, dass er dann gleich aufmerksam wird, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Die Viecher sind halt echt ätzend, ne? Muss man ja sagen. Können wir jetzt mal irgendwie treffen? Jetzt ging's in seinen Arsch rein. Perfekt. Hab letzte Folge. Ja doch, ich glaube, ich habe die Sternenfallbestie
erledigt in dem Kristalltunnel von Celia. Und der hatte ja, oder die Bestie, die hatte ordentlich Krempel fallen lassen. So zum Beispiel auch ein Dunkelschmiedestein Stufe 6. Und damit konnte ich ja meinen Reißzahn noch ein bisschen aufwerten. Das heißt, also, der ist ja jetzt auch sexy, schmexy, Stufe 6. Und das heißt, der knallt jetzt noch mal ein bisschen mehr rein, was ich natürlich sehr begrüße. Den werde ich nicht treffen, das ist viel zu weit weg. Oh, obwohl, so schlecht war das gar nicht. Das wird nischt. Da muss ich, glaube ich, dichter rangehen. Hä? Was war hier? Achso, Materialkrempel. Ich verstehe. Erstmal die kleine Scheißhöhle da. Dahinter ist noch ein Hund. Okay. Alter, wie wenig Pfeile habe ich bitte nur noch? Unglaublich, wie schnell das immer geht. Okay. Da unten ist noch so einer. War das der von hier oben? Ich dachte, da läuft einer rum, aber okay. Ich habe auch meinen Bogen aufgewertet. Nice. Macht seine ekligen Sachen. Man trifft doch bitte. Dankeschön. Hier ist nichts. Oh, da ist noch so einer. Der lebt auch noch, oder? Ja. Nicht nochmal schießen, du Vollhorst. Okay, hier vorne geht so einer noch durch die Gegend. Das ist der, den ich meinte. Okay, das ist tatsächlich ein anderer. Ja, genau. Dreh um, das ist gut. Der hat sogar Leuchten da oben. Sehr geil. Kaum noch Pfeile. Wenn ich mir schnell welche craften kann. ...3060, Alter, was zur Hölle. Okay, jetzt habe ich zumindest so direkt keine Pfeile mehr. Kurz gucken, kann ich?
Knochenpfeil. Ja. Okay, aber das sind andere, ne? Oben ist auch nichts. Also es hätte mich auch nicht gewundert, wenn hier noch so ein oller Vogel gewesen wäre. Ich nehme erstmal meine normale Waffe wieder raus. Fäulen ist fett. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal hatten. Ich glaube fast nicht. Giftblüten. Okay. Mal dieser Bait, ne? Ja, na gut, wo soll das da hingehen? Weiß ich nicht. Ich traue dem Frieden nicht. Vorne hatten noch irgendwas liegen lassen, genau. Kopf der Großen die Bälle fünfmal. Irgendwo gab es auch einen Aufgang nach unten, das habe ich gesehen. Ich weiß bloß mal wieder nicht, welcher Teil der Ruine das war. Ne, von hier kam ich, da war es nicht. Glaube ich irgendwo mittendrin. Mittendrin statt nur dabei. War das hier irgendwo? Da, genau hier. Was ist das? Ach, so einer ist das, ich verstehe. Okay, erledigt. Warum treffe ich denn nicht? Okay.
So, hier hinten ist auf jeden Fall noch was. Ich weiß nicht, was es ist. Fuck. Was ist das? Ist das? Ich weiß nicht genau, was das ist. Ich weiß auch nicht, ob ich es wissen möchte. Natürlich baller ich dagegen. Das Ding ist schon tot. Das auch. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich alle habe. Ich glaube fast nicht. Schön Pfeile verschwinden. Aber ich habe halt keine Aufladung oder sowas bekommen. Gut, kann ich auch nicht. Nevermind. Meteorklinge. Klingt extrem mächtig. Ja, bloß hier raus, Alter, ich sag's dir. Okay, there we are.
Ja, irgendwie in die Richtung, oder? Oder? Ja, quasi da hoch. Einen Weg wieder finden. Ja, quasi hier einfach weiterlaufen. Fuck my life. Wie viele von denen da schwer langlaufen. Das ist natürlich überhaupt nicht geil gerade. Schon. Mach den Sterberito. Nicht noch näher kommen, bitte. Oh, der hat leuchtende Augen. Nein. Danke. 3060. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Na komm schon. Sehr gut. Was ist hier eigentlich los? War ich hier schon mal? Ich weiß es gerade nicht. Kann aber sagen, anheimelt ist es nicht. Wie überraschend. Konnte jetzt wirklich keiner erwarten, diese Aussage. Da hinten ist noch eine Gnade, wenn ich das so richtig sehe. Guck mal, habe ich die Gnade noch nicht. Das ist natürlich gut. Gnade nehme ich gerne. Wenn ich nicht zwangsläufig da jetzt rasten werde. Wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Südhochstraße von Kelet, okay. Oh, guck mal, vielleicht ist da noch so ein Sternlichtsplitter. Yay.
Okay, aber hier sieht das genauso trist und verdorrt aus wie überall sonst. Überraschung. Okay, hier ist wieder Scheiße am Dampfen, alles klar. Hier spawnt bestimmt gleich was, oder? Vielleicht. Ja, wiederum, meine Tränke sind voll, ne? Ja. Wenn wäre es wegen des Pfeilbestands. Da ist einfach ein weißer Drache. Glaube ich zumindest. Oder? Doch. Oh mein fucking Gott, da ist ein Drache. Yep. Ist da um ihn rum irgendwas? Nee. Na gut, dafür brauche ich wiederum keinen Pfeilbestand, ne? Das ist ja klar. Der sieht aber schon nicht so gesund aus, muss man sagen. Sein Schweif, Alter. Natürlich. Warum denn auch nicht? Muss man da bitte runter? So bringt mir das nicht so viel, Friend. Ekzykis. Ekzykis? Ich weiß nicht so genau. Hallo? Was wird denn das jetzt, wenn es fertig ist? Hab ich einen Tropfen gehabt? Nice. Ich hab's gesehen. Scheiße. Wo ist er? Immer noch da oben? Da war er auf einmal hier unten, Hilfe. Nee, mach mal nicht. Das mit der Scharlachfäule ist wirklich belastend. Na klar, wie das passt hier ins Gebiet. Aber trotzdem. Wow, der ist direkt neben mir gelandet. Hilfe! Wieder nicht getroffen. Das macht mich unglücklich. Hilfe. Boah. Das ist halt schon krass, wenn diese riesen Viecher dann einfach so landen. Wenn man so schnappt, ey. Das machen die anderen ja auch immer. Wie viel? Oh, geht das mal bitte weg? Dankeschön. Boah. Ich sehe nix. Na, ich heile mich mal. Sicher ist sicher.
Krass, was für ein Health Pool die auch einfach haben. Ich meine, klar, das ist ein Drache, ne? Oh. Mein Pferdchen hat es ein bisschen abgekriegt. Das ist einfach sick. Wie krass er das hier flutet dann. Komm mal wieder runter, Exi. Also nicht Exi. Exi, du bist... Also, ich glaube nicht, dass du das da sein möchtest, oder? Kommst du bitte mal wieder runter? Es kämpft sich blöd so. Hallo, nicht hochkrabbeln. Du sollst runterkommen. Ja gut, so viel dazu, ne? Komm her jetzt. Nee, nicht wieder deinen olden Pestatem da. Du sollst bitte runterkommen. Weil so kämpft sich das Scheiße, weißt du? So, warte mal, kann ich irgendwie hoch? Jetzt ist er natürlich unten. Let me guess. Hä? Ja. Bin ja froh, dass wenn die sich resetten, dass dann wenigstens immer noch das Leben so weit runtergebrochen bleibt, wie man es eben schon hingekriegt hat. Oh Gott, schnell weg. Einmal heilen, bitte. Danke. Das sah echt nicht so gesund aus, also. Alter, was? Okay, krass. Aber gut, ich habe ihn auch nicht gesehen, to be fair. Hab halt nicht hochgeguckt. Das war gar nicht mal so geil, wenn er das macht, ey. Weil dadurch habe ich immer so viel Abstand und eigentlich sind Drachen und so Viecher, da sollte man möglichst dicht dranbleiben. Nice. Hab ihm sogar was ins Gesicht geballert. Geil, geil, geil. Ah, scheiße. Komm mal ein bisschen her hier wieder. Nee, nicht damit. Er wirbelt halt hier hinten auch alles auf. Macht er da? Ich weiß es nicht, er schreit. Ich schaff's meistens irgendwie nicht, da noch mitzukommen. Gut, dass er das Ewigkeiten ankündigt mit dem Schweif. Mag ich jedes Mal wieder. Oh oh. Das ist nicht gut. Komm, oh, jetzt treffe ich nicht mal. Ich brauche mal wieder ein bisschen Ausdauer. Wow. Timing-technisch war ich wieder super drauf.
schaffe es einfach nicht, dem vernünftig zu entgehen. Das macht mich sehr unglücklich. Er ist schon ein bisschen belastend gerade. Können wir das jetzt endlich mal fertig kriegen? Das wäre super. Ich möchte dich erlösen. Oh nee, Junge, jetzt geh doch nicht schon wie diesen scheiß Hügel darauf. Bleib doch mal hier unten. Guck mal, hier ist doch viel besser. Wow. Ich treffe auch einfach nicht. Wozu auch? Drache, komm bitte runter. Nicht die Scheiße machen. Du sollst herkommen. Das ist aber auch belastend, Junge. Komm her. Hallo. Ich möchte bitte... Danke, treffen, wollte ich sagen. Das war knapp. Heb doch nicht genau dann wieder deinen Schädel hoch. Nein! Oh, grrr. Nicht gut. Du da machst. Mit dem scheiß faulen Rotz. Nicht machen. Geschafft? Geil. Boah, das war jetzt aber leicht belastend. Wie viel? Über 30.000, glaube ich, waren's. Holy fuckeroni, ey. Was ist das? Oh oh. Wie viel hältst du aus? Ist hier vielleicht wieder so eine geile Dings drinne? Geile Träne. Ort. Okay, das ist krass. Handbuch des uralten Drachenapostels. Ich hätte jetzt hier lieber so eine eilige Träne gehabt, aber ist trotzdem nice. Okay. Wie geil ist das denn jetzt? Guck mal. Wie unfassbar cool ist das? Ich habe 10 Stück, habe ich. Ey, krass, wie viele Drachenherzen einfach schon. Ich weiß auch nicht, ob ich die irgendwie brauche. Platin-wise. Damit warte ich mal lieber noch, bis ich von euch eine Info habe, ob ich die brauche. Ja, aber warte, ich muss rasten. Also ich möchte mir jetzt bitte einmal ein bisschen mehr erstmal Kondition, glaube ich.
Kondition ist so das, womit ich mit am meisten struggle habe. Immer und immer wieder. Deswegen, ne? Wo ist denn der Gegner dann? Ist der hier vorne gleich? Ja, der geht da raus. Okay, alles klar. Deswegen level ich auch mal Kondition so viel. Aber ich habe halt auch lieber einen großen Health Pool. Da kann ich besser mit haushalten, weil ich werde doch viel getroffen und dann kann ich mich besser recovern. Ha. Ja, da unten. Ich bin erschrocken. Da war ich ja quasi schon mal da hinten irgendwo. Der Typ ist aber auch übel hier, muss man sagen. Aber er gibt mir ein paar Runen, wenn ich ihn besiege. Nicht mit 600 oder so. Was? Wie habe ich da vorbeigehauen? Willst du mich verarschen? 623 waren es, okay. Ich hätte auch nicht erwartet, sowas hier noch zu sehen, um ehrlich zu sein. Ist das noch so einer? Ich glaube schon. Hoppala, was ist denn das für eine komische Stelle? Warum ist da so einer? Und wie alleine ist er? Er scheint allein zu sein. Das auch so ist, weiß ich jetzt natürlich nicht. Warum stand hier noch ein Gegner rum? Welchen Mehrwert hat das? Wovon soll mich das abhalten? Wo bin ich jetzt hier? Ich bin jetzt hier. Okay. Na, mich würde prinzipiell noch interessieren, wie ich da zu dieser komischen Wüste dahin komme. Aber ich habe bis jetzt auch keinen Weg gesehen dahin. Hier oben noch irgendwas Geiles. Ne, nur ein netter Ausblick. Wo diese komische Wüste noch? Hier hinten. Ja, aber ich glaube nicht, ne, dass man da irgendwie vernünftig hinkommt. Weiß nicht.
Von hier aus kam ich nicht hin. Ich könnte höchstens nochmal versuchen, irgendwie von hier aus dann loszulaufen. Oder hier irgendwie so runter, zu gucken, ob hier irgendwie so ein Weg ist. Ich glaube, das hier sind so Abgründe gewesen, ne? Aber da muss man ja irgendwie hinkommen, weil da soll ja noch irgendwo ein Dungeon sein in der Richtung. Das lassen wir mal lieber sein. Ja, diese ollen Vögel. Warum triffst du nicht? Du willst mich doch verarschen, oder? So viel dazu. Ja. Ah, da ist wieder so einer. Ah, Mann, geh weg. Adamblatt? Ja. Ich weiß gerade nicht, ob ich da jetzt lang gehen will. Ach, dann treffe ich auf einmal, wenn die ihre komischen Achten dreht, ja? Interessant. Naja, hinterfragen wir das mal lieber nicht. Ich meine, wenn ich selbst geaimt hätte, okay. Aber ich hatte ihn ja im Target drin. Ich hatte ihn ja anvisiert, so. Sieht halt echt übertrieben krass aus. Das ist da hinten eine Gnade. Ja, das ist, glaube ich, genau die, von der aus ich kam, ne? Ich weiß nicht. Ich denke, ich gehe hier erstmal wieder hin. Um noch schnell zu gucken, ob es da irgendwie einen Weg hin gibt zu dieser Fläche da unten. Schon irgendwo da lang, oder? Nee, andere Richtung, da lang. Da hinten sieht man sogar diese Kirche. Oder Kathedrale. Diese Vögel sind so übel. Da oben war ich auch immer noch nicht.
Junge, kannst du deine Füße ein bisschen höher heben vielleicht? Geil, danke schön. So, wohin? Nee. Da lang, ne? Ja, genau hier. War ich hier oben überhaupt schon mal? Weiß ich jetzt nicht. Obwohl doch. Als ich den Weg zu dem Troll hochgesucht habe. Ich glaube, da ging es nicht runter. Bilde ich mir jedenfalls ein. Das hier ist zwar, aber... Oder kommt man über diesen komischen Schädel dahin? Wartet mal. Also ich sehe auch keinen Weg. Ich kann zwar da nochmal raufgehen, so auf dieses Dingens da, aber ich glaube nicht, dass ich dadurch darüber komme. Ich glaube nicht. Macht ein bisschen stutzig. Also macht mich ein bisschen stutzig, weil ich hätte gerne das noch erkundet. Was? Das ist doch so ein komischer... Oder? Das ist ein komisches Löwenvieh. Was macht der denn da? Vor allen Dingen, das ist ja auch eine Scheißfläche zum Kämpfen, oder man lagert dann halt darauf um. Okay, da oben ist diese Kirche und da geht's dann so runter. Was ist das denn da hinten? Ist so wieder so ein scheiß Vogel, alles klar. Wenn der mich irgendwie von der Seite angreift, bin ich halt gebumst, ne? Ist hier vielleicht auch noch irgendwie ein Dungeon oder so, kann ja auch sein. Weiß ich nicht, aber... Alter, was für eine Scheißstelle hier. Wirklich. Also...
Da finde ich ja wirklich ganz schwer Worte für diese Stelle hier. Weil selbst hier, du kannst ja nicht dich vernünftig bewegen. Da drüben ist schon besser, aber ob das da wirklich man da hinkommt? Ist halt die Frage, ne? Weiß ich nicht. Aber da fällt mir ein. So, auf jeden Fall. Okay, das war nicht so smart, leider. Okay, besser. Okay, jetzt bin ich hier. Wow! Du kleine Sau. Oh mein Gott. Okay, das war richtig dumm. Heilung schnell. Egal, wie kann man auf jeden Fall besser sich bewegen als unten. Komme ich von hier aus jetzt dahin? Das sieht irgendwie ganz schön hoch aus. Ja, danke. Das habe ich mir fast gedacht. Ja, das, wollte ich nicht. Nein, weiter runter, bitte. Das ist das, wovor ich immer Sorge hatte, dass ich das irgendwo direkt vor mir hinschmeiße und dann nicht weiß, was ist denn jetzt. Oh, nee, da kommt man nicht hin. Zumindest nicht so. Okay. Was muss einen Weg dahin geben? Keine Ahnung, wie der aussieht, aber es muss irgendwie ja gehen. Geht ja nicht anders. Kannst du ja nicht einfach da so eine riesige Fläche hinsetzen und da kommst du da nicht hin. Das geht nicht, Souls. Das geht nicht. Beziehungsweise Elden Ring. So eine riesengroße Fläche, ne? Holy shit, einfach, ey. Und wie hübsch das gerade ist hier. Richtig nice. Aber gut. Das wollte ich jetzt noch schnell machen, bevor ich es irgendwie vergesse oder so. Weil irgendwie bin ich aktuell extrem vergesslich. Aber hier ist auch nirgendwo irgendwie noch ein Eingang oder so. Sagen wir, es sieht jedenfalls nicht danach aus. Okay, ich werde mich jetzt mal hierhin zurückbegeben. Mal kurz gucken, was mein Pfeilvorrat sagt. Das möchte ich bitte hier gar nicht drin haben. 203 noch.
Ja, theoretisch ist das okay. Praktisch, mal gucken. Okay, Leute. Ja, da oben ist noch der Todesriesenvogel. Den mache ich aber nicht jetzt. Vielleicht nächste Folge mal sehen. Wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, ja, dann schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin. Tschüss.